Diese Bilder sind auf der B318 keine Seltenheit. Die Suche nach den gefährlichsten Straßensituationen Deutschlands hat uns unter anderem zu dieser Bundesstraße bei Holzkirchen geführt. Karin Schwarze hat hier so viele Unfälle gesehen wie kaum jemand sonst. Ihr Arbeitsplatz in der Tankstelle ihres Vaters liegt an einer Horrorkreuzung. Man sitzt im Büro, man hört den Aufprall. Man ist erstmal in Panik natürlich. Verbandskasten gleich im Anschlag. Immer im Hintergrund natürlich, können Sie hoffentlich heil aussteigen oder ist jetzt was Schlimmeres passiert. Die Kreuzung an der Tankstelle ist eine sogenannte Häufungsstelle. Eine jener Straßenstellen, die immer wieder Schauplatz schwerer Unfälle werden. Der Fahrer dieses Wagens hatte den Unfall eine Woche zuvor überlebt. Leider hat Karin Schwarzer noch viel schlimmere Erinnerungen. Damals für mich das Emotionalste war, als meine Freundin hier vor meinem Haus ums Leben gekommen ist. Unaufmerksamkeit, eine vermeintlich freie Strecke, das wurde auch Karins Freundin zum Verhängnis. Es hat damals geregnet, das weiß ich auch noch, wir sind alle rausgelaufen. Den Klang des Aufpralls wird man nie vergessen. Und ihr Auto ist damals ja mit ihr drin noch weitergefahren und kam dann erst einige Meter in Richtung Holz zum Stehen. Man hat alles versucht, natürlich gleich den Notarzt und alles verständigt, Hubschrauber kam, aber es war eben, die Verletzungen waren zu schwer. Aber warum diese Straße? Lieferverkehr, Reiseverkehr, Berufsverkehr und Traktoren. Schon allein die große Zahl der Autos macht die Bundesstraße 318 zwischen Holzkirchen und Tegernsee zu einer der gefährlichsten Strecken Deutschlands. Und dann weist sie noch besondere Gefahrenstellen auf. Verkehrskonstellationen, die auch anderswo in Deutschland zu finden sind und immer wieder zum Problem werden. Zusammen mit Unfallexperten haben wir ausgewertet, wo, wann und warum es in Deutschland am häufigsten kracht. Und wir wollen wissen, wie können die schlimmen Crashs in Zukunft verhindert werden? Daran forschen diese Männer. Die Unfallkommission. Die gibt es in jedem Landkreis Deutschlands. Sie besteht immer aus drei Instanzen. Ein Vertreter des Straßenbauamtes hier, Stefan Hoppe. Ein Vertreter des Landratsamtes, Peter Schiffmann. Und Vertreter der Polizei, Alfred Christel und Ernst Grösswang. Heute begehen sie die Stelle vor Karin Schwarzers Tankstelle. Erster Schritt, jedes auffällige Detail aus Sicht des Unfallfahrers zu erfassen. Erster Befund, die Sicht von der Quer auf die Bundesstraße ist eingeschränkt. Und es gibt eine besondere Auffälligkeit, die immer wieder an Landstraßen für Gefahr sorgt. Der sogenannte optische Durchschuss. Wird das Auge auf ein Ziel weit hinten gelenkt, zum Beispiel die weiter geradeaus führende Straße, wird der Querverkehr von der Landstraße leicht übersehen. So dürfte es auch gewesen sein, als Karin Schwarzer in der Tankstelle den Aufprall des Wagens hörte, in dem ihre Freundin starb. Leider muss man bei der Straße sagen, sind die Leute meistens selber schuld, weil die Geschwindigkeit unterschätzt wird. Wenn man nach links und nach rechts schaut, denkt man immer, es geht noch schnell, ich kann noch schnell drüber. So war es bei ihr damals auch, ich schaffe das noch schnell. Und hat einfach damals einen Pferdetransporter übersehen. Wenn man überhaupt etwas sehen kann. Die Unfallkommission betrachtet die Stelle von Weitem. Etwa 100 Meter vor der Kreuzung sieht man links auf die Querstraße. Genau die wird aber weiter vorne von Bäumen und Holzstapeln verdeckt. Der optische Durchschuss nach hinten lenkt das Auge zusätzlich von der kreuzenden Bundesstraße ab. Das Problem ist, dass ich, wenn ich hier im Prinzip auf der untergeordneten Straße komme, ich sehe hier einwandfrei auf die Bundesstraße hin. Und ich kann mir überlegen, wenn frei ist, schieße ich durch. Oder wenn ich in das Waldstück komme, wenn jemand in dem Moment ankommt, habe ich verloren. Normalerweise beschließen Unfallkommissionen bei optischem Durchschuss, die Sichthindernisse zu entfernen, zum Beispiel wie hier die Büsche zu stutzen. Manchmal reicht das aber nicht. Oder wie sich auch ein Durchschuss verhindern lässt, ist zum Beispiel diese Straße entweder zu schließen, das wäre die drastische bauliche Maßnahme, oder im Prinzip ein Versatz, diese Straße letztendlich in die oder in die Richtung zu versetzen, damit sie nicht mehr gegenüber voneinander liegen.
und hierher fließen die Daten aller Unfallkommissionen Bayerns. Zur Zentralstelle für Verkehrssicherheit in München. Hier werden alle Unfälle als farbige Punkte in Landkarten markiert. Die größeren Kreise stehen für tödliche Unfälle. Wer diese Karten einmal betrachtet hat, weiß, Autofahren ist tatsächlich gefährlich. Die Unfallexperten tauschen sich regelmäßig mit anderen Bundesländern aus. Die Ursachen, die an bestimmten Stellen immer wieder zu Unfallhäufungen führen, ähneln sich deutschlandweit. Dazu zählt auch die Ortsdurchfahrt bei Dämmerung. Über die Hälfte aller Unfälle passieren in Wohngebieten. In Ortsdurchfahrten sind zwei Gruppen, zwei Verkehrsteilnehmergruppen besonders gefährdet. Das sind die Fußgänger und die Radfahrer. Fußgänger besonders oft zwischen Knotenpunkten beim Überschreiten der Fahrbahn, Radfahrer dagegen an den Knotenpunkten beim Abbiegen, Einbiegen. An rund 40% aller tödlichen Unfälle innerorts sind PKWs beteiligt. Schwere Personenschäden entstehen aber vorwiegend bei Radfahrern und Fußgängern. Auffällig, beim Unfallzeitpunkt gibt es Unterschiede zwischen den Fußgänger- und Radfahreropfern. Die Fußgänger sind besonders gefährdet in der dunklen Jahreszeit oder am Abend in der Dämmerung. Bei den Radlfahrern liegt es ganz stark am Verkehrsaufkommen. Apropos Unfallzeit. Generell passiert Freitagnachmittag auf Deutschlands Straßen am meisten. Schuld ist vor allem der Pendler- und Berufsverkehr. Die größte Gefahr, in einen tödlichen Unfall verwickelt zu werden, besteht aber sonntags. Hier erhöhen auch die vielen Motorradunfälle die Todesstatistik. Weiter in der Liste der gefährlichsten Straßensituationen. Die rechtskurvige Autobahn mit Gefälle, wenn der Geschwindigkeitsrausch neben der Fahrbahn endet. Auf keiner anderen Straßenart fahren in kurzer Zeit so viele Autos mit so hoher Geschwindigkeit. Berücksichtigt man die Verkehrsdichte, sind Autobahnen aber überraschend sicher. In den Medien hören wir vor allem von spektakulären Auffahrunfällen. Tatsächlich sind aber andere Unfallarten häufiger. Wesentlich mehr Menschen sterben, weil sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkommen. Überwiegend auf die rechte Fahrbahnseite bei Gefälle, ohne die Einwirkung anderer Autos. Die auffälligsten Autobahnen in Deutschland? Mit bis zu 190.000 Autos täglich ist die A100 in Berlin die meistbefahrene Autobahn der Bundesrepublik. Berüchtigt für ihre vielen Unfallhäufungen sind aber andere. Zum Beispiel die A1 im Großraum Ruhrgebiet und die A9 bei Bayreuth. Als gefährlichste Autobahn Deutschlands wird wegen ihrer vielen Auffahrunfälle immer wieder die A2 bei Braunschweig genannt. Das meinen viele, die Autobahn sei am gefährlichsten. Das ist nicht so. In Anbetracht der Verkehrsstärke ist die Landstraße dreimal so gefährlich. Viele schwere Unfälle ereignen sich auf der vermeintlich freien Landstraße mit Baumbewuchs. Genauer, jeder fünfte Unfalltote starb wegen eines Baumaufpralls. An diesem einen Baum bei Kurzenberg gab es bereits 8 schlimme Unfälle. Zuletzt starben hier eine junge Frau und ihre Begleitung. Wir haben die Männer ausfindig gemacht, die damals zuerst an die Unfallstelle kamen. Es sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Warngau und Holzkirchen. Baumunfälle zählen für sie zu den Härteeinsätzen. Die Verletzungen sind oft schwer und die Deformationen am Auto heftig. Ihr wichtigstes Hilfsmittel ist dann der hydraulische Rettungsspreizer. Mit 20 Tonnen Druckkraft drückt der Autoteile auseinander, damit eingeklemmte Personen befreit werden können. Man muss sich das anschauen, wo der beste Zugang ist. Meistens natürlich von der Straßenseite. Wir kommen von der Straße. Dann geht man an das Fahrzeug heran und schaut dann, wo Personen sich befinden, wie stark die eingeklemmt sind und was man dann für Möglichkeiten hat, diese Personen dann zu befreien. Doch beim letzten Mal kamen die Männer zu spät, um das Leben der Frau zu retten. Das Schlimmste war, weil es eigentlich Adventszeit war, am Anfang. Man hat eigentlich die Freude auf die Familie, dass alles gut ist. Und dann kommt da so ein schwerer Unfall, kurz vor Weihnachten, das erschüttert waren schon. Und das ist zum Beispiel einer von den Unfällen, die wo man eigentlich selten oder gar nicht mehr vergisst. Mit der hydraulischen Rettungsschere musste die tote Frau geborgen werden.
Man übt es, man ist geschult drauf. Aber so die Bilder kommen halt im Nachhinein dann. Dass das wirklich, dass man drüber nachdenkt. Der Baum liegt nicht in einer Kurve. Es gab keine Einwirkung eines anderen Fahrzeugs. Warum passierte dennoch hier schon wieder ein schlimmer Unfall? Wir fahren die Strecke ab. Das Risiko, tödlich zu verunglücken, steigt beim Aufprall auf einen Baum um das 13-fache. Für Motorradfahrer sogar um mehr als das 30-fache. Wer von der Straße abkommt, sollte noch mit allen Mitteln versuchen, den Aufprall auf einen Baum zu vermeiden. Die Strecke zeigt für uns keine großen Auffälligkeiten. Aber auch diese Häufungsstelle ist ein Fall für die Unfallkommission. Welche Erkenntnisse können die Männer Monate nach dem letzten Unfall jetzt noch gewinnen? Zunächst zeigt die Sichtprobe. In der Ferne verdeckt ein Baum die Sicht auf etwaige Überholer. Aber das war nicht die Ursache für den letzten Unfall. Eine weitere Möglichkeit: schlechter Asphalt. Ob der besonders rutschig oder abgewetzt ist, findet dieser Laster heraus. Der Griffigkeitstestwagen. Er untersucht regelmäßig die Belagsqualität der deutschen Straßen. Innen ist er mit Unmengen Elektronik ausgestattet. Sie wertet aus, was draußen dieses schräg gestellte Rad ermittelt. Ob der Asphalt ausreichend Grip hat, zeigt sich nur, wenn er nass ist. Deshalb strömt kontinuierlich Wasser auf die Fahrbahn. Das leicht schräg gestellte Rad misst den Widerstand, den ihm der Asphalt bietet. Je mehr, desto besser. Auch die Daten aus der Griffigkeitsmessung wertet die Unfallkommission aus. Die Griffigkeit von dem Straßenabschnitt ist in Ordnung. Das hat eine ZDB-Messung ergeben. Also der Grund hier ist, dass die Fahrerin auf winterglatter Fahrbahn das Auto im Prinzip verrissen hat und letztendlich dann von der Fahrbahn abgekommen ist und gegen einen Baum geprallt ist. Bei der Unfalluntersuchung von der Polizei ist festgestellt worden, dass die Winterreifen 10 Jahre alt waren und dass es im Prinzip ein reiner Fahrfehler war. Doch das erklärt nicht alle 8 Unfälle. Deswegen fordert die Unfallkommission, den Baum fällen zu lassen. Dazu müssen allerdings die Umwelt- und Naturschutzbehörden zustimmen. Und jetzt eine der meist unterschätzten Gefahrensituationen auf deutschen Straßen. Der Knotenpunkt auf der Landstraße. Vor allem, wenn Verkehrsinseln fehlen, nimmt oft ein Auto dem anderen die Sicht. Rund 2/3 aller tödlichen Unfälle passieren auf Landstraßen. Ein Großteil sind solche Einbiege- und Abbiegeunfälle. Eines der häufigsten Probleme: die Autos fahren nicht bis zur Haltelinie vor. Wenn dann noch ein zweites Auto die Sicht auf die Querstraße verdeckt, steigt die Unfallgefahr beim Einbiegen erheblich. Die wichtigste Gegenmaßnahme ist eigentlich einfach: Verkehrsinseln einbauen. Die Kreuzung wird besser einsehbar. Die Autos biegen in einem größeren Bogen ab und schneiden nicht den Weg für Einbiege ab. Allerdings kostet das nicht wenig. Die Kosten hier, wenn man jetzt einfach so mal nur diesen Fahrbahnteiler vielleicht nimmt, auch vielleicht diese Dreiecksinsel, rein baulich, ohne Grunderwerb, so zwischen 5.000 bis 10.000 Euro. Auch wenn das ganz schön teuer ist und die Veränderungen wie hier nicht immer spektakulär aussehen, die Investition kann nicht nur Leben retten, sondern auch hohe Kosten für Bergungseinsätze einsparen. Wir haben alle Unfallexperten nach ihrem Tipp gefragt, wie solche Unfälle zu vermeiden sind. Die Antwort einfach und immer die gleiche: Fahrt vorsichtig.